Das war so. Lauf und dann hier. Und da kommt schon die zwei der Hand. Ja? Wenn ihr jetzt hier bin, da kommt, boom, schon die zwei der Hand. Ja? Das sollte das sein, wenn er die Hand macht. Ja? Öffnet das Bett, dass er hier sichert und dann kommt die so ein bisschen von der Seite. So. Das Schöne bei der 13 ist, erstens ist es saugmäßig effektiv und zweitens, es lehrt euch, die Hand hier effektiv zu benutzen. Ja, und dann vielleicht noch einmal mit dem Ellbogen. Okay, was weiß ich jetzt? Ja, ihr schrammt hier drüber. Ihr kennt die Hand so früh, wenn ihr eure Mütze festhaltet. Das. Dann von hier aus Oberstau, Kiefergelenk. Ja, also 1, 2, bang, das. Oder hier hinten rein. Oder dann, wie vorhin erzählt, schlagt hier. Der Kopf sich wegdreht. Dann vielleicht. Ja, von hier aus. Ups. Werfen. Okay? Können wir probieren. Ja? Also Boxhandy 13. Entweder ihr geht zum Beispiel hier auf Handgelenk, könnt ihr direkt auf die Finger losgehen. Oder wenn er zum Beispiel so schlägt, Hand ist gerade, ist wie die Kampfsportler lernen, ihr geht hier genau hinter die Kante vom Knochen. Bam! Hier. Ja, läuft genau auf den Nerven. Dann könnt ihr auch gerade weitergehen. Dann habt ihr so eure Nummer 13. Also ziemlich wie die 1, nur den Ellbogen einsetzt. Okay? Dann guckt immer, dass die Boxtechnik erstmal gut läuft, bevor er überhaupt in irgendwelche Hebel reingeht. Okay. Okay.